kurz nochmal zu erklären für die Leute da draußen. Dizzy vs. Chat bedeutet, dass wir Hitman spielen. Ihr da draußen, dass sowohl das Level als auch das Attentat auswählt, als auch die Bedingungen, wie es erfüllen muss. Sprich, sagen wir jetzt einfach mal, wer hatte denn vorhin diese Frage gestellt? Color Converter. Color Converter, du sagst jetzt, Dizzy, du spielst jetzt Dubai und du musst Attentat Klavierspieler machen. Du musst Attentat Klavierspieler machen. Dann nehme ich Dubai Klavierspieler und dann sagst du, Dizzy, du musst Klavierspieler in einer Stunde, du musst das in einer Stunde fertig machen. Dann öffnen wir eine Prediction und dann kann Chat predicten mit Channel Points, ob ich das schaffe in einer Stunde oder nicht. Das ist Dizzy vs. Chat. Und das werden wir das ganze Jahr über in Hitman machen, bis wir alles freigeschaltet haben in Hitman. Ich darf schon wieder von vorne anfangen. Ich kotze jetzt schon. Obwohl, nee, eigentlich sollte er ja alles mitgenommen haben, ne? Ja, hat er alles mitgenommen. Okay, also wir haben heute machen wir nur Hitman 3. Also Dubai, England, Deutschland, China, Argentinien und Rumänien. Mir geht's gut, Plüschi. Es gibt ja nicht nur Zeitangaben. Also nur mal für euch, für die Leute, die neu sind in Dizzy vs. Chat. Wir haben schon gemacht, du musst alle Attentate in einem Stream fertig machen. Das hat auch nur 13 Stunden gedauert. Oder du darfst so und so viel Fehlversuche haben, also erwischt werden. Dann gab es auch schon gekoppelte mit Zeit und erwischt werden. Also da gibt es keine Grenzen. Also ihr dürft jetzt Level vorschlagen. Sieht so aus, als wenn wir Berlin machen. Wolf, moinsen, ich grüße dich. Also, Berlin. Was haben wir denn hier? Eliminieren Sie Agent Thames mit Krantrauma. Ach, wir haben ja nochmal, wir müssen ja nochmal neu laden, ne? Okay, also Krantrauma. Abtanzabend, eliminieren Sie. Oh, wartet mal kurz. Moment. Moment. Ja, ist fehlgeschlagen, ich weiß. Was ist denn Werwolf eigentlich? Werwolf sieht mega geil aus. Ich muss mir das kurz mal aufmachen. Jetzt geh doch mal auf die Seite von Werwolf, verdammte Scheiße. Oh, der Epic Store macht mich wahnsinnig. Werwolf. Das müssen wir uns nachher mal angucken, was das ist. Das sieht mega geil aus. Okay, so. Aber ich habe nämlich kurz, wir stimmen mal kurz Berlin ein hier. Seid ihr bereit, Chat? Berlin ist eingestimmt. Clubmusik von Berlin läuft. Was haben wir denn noch?
Abtanzabend. Eliminieren Sie Agent Montgomery und Banner in der Lichtshow des großen Finals. Du Scheiße, leck mich am Arsch. En passant. Eliminieren Sie alle Agenten, während Sie das Gebiet evakuieren. Oh, lol. Dritte Regel. Eliminieren Sie drei Agenten mit dem Scharfschützengewehr vom Funkturm. Eliminieren Sie Agent Tremaine mit seinem eigenen Gewehr. Ha! Wie geil, ey! Okay. Anpassungskiller, logischerweise. Eingesackte Ziegelsteine. Eliminieren Sie ein Ziel mit einem Sack Ziegelsteine. Uff. Eliminieren Sie ein Ziel mit dem Schrottschwert. Jemand könnte sich verletzen. Okay. Also Chat. Sie dürfen wählen. Sie dürfen wählen. Machen Sie Vorschläge. David, danke schön übrigens nochmal an dich für 7,90 Maga. Also man könnte, ich denke, man könnte das hier kombinieren, den Abtanzabend und das eigene Gewehr. Die beiden Sachen könnte man kombinieren. Das würde gehen. Und ich glaube, man könnte das Krantrauma noch mit hinzufügen. Das sollte funktionieren. Ich glaube, wir müssen 4 killen oder so. Ich glaube, wir müssen 4 Leute killen. 4 oder 5. Die 3 könnte man zusammenpacken. Sack Ziegel, weiß ich nicht genau, ob das funktioniert. Also passt auf, was ich schlag was vor, Leute. Wir machen das Gewehr. Und wir machen Abtanzen und dann gucken wir, was übrig bleibt, okay? Und dann sucht ihr bei dem, was übrig bleibt, noch aus, welche, was wir dann machen. Kein Anzug only, nein. Anzug only geht gar nicht. Also, doch, geht schon, aber nicht mit den Kombinationen wahrscheinlich, weil wir könnten sowas hier nicht ohne Anzüge machen. Deal? Also natürlich machen wir Silent Assassin, logischerweise. Ne? Silent Assassin und auf Meister. Alles andere zählt nicht. Let's go. Okay, was ist denn die Dings hier? Was setzen wir? Was wird gesetzt? Was ist der Einsatz?
Bis 15 Uhr, das ist eine Stunde. Uff, das schaffe ich nicht. Also Rust ist so, würde ich sagen, zwischen 16:30 und 17 Uhr. Würde ich da gerne rein, weil ich möchte sehr gerne noch bei Lost die letzte Elektrik verlegen. Wie viele Stunden sind das denn? 2,5 Stunden. Okay, was haltet ihr von 16 Uhr? Das sind 2 Stunden. Oder machen wir es ein bisschen, tighter und wir sagen 15:30. 15:30? Also 1,5 Stunden. Dann machen wir 90 Minuten. Okay, ich mach mal den Vote auf 20 Minuten. Das sollte ja passen. Okay, ist offen. Also, wir machen Abtanzen und der 47 Trick im Gewerbe. Das zählt für alle Kills, ja. Die, die ihr danach raussucht, die muss ich dann auch nochmal machen. Muss ich mir, ich glaube, ich muss das hier erst triggern, oder? Muss ich das nicht triggern? Okay, das geht nicht so. Hier ist, glaube ich, der Sniper-Turm dann, ne? Jo. We've been compromised. Abort and walk away now. Who? ICA. They tracked me. Don't know how. It's what they do. How many? One prime asset and a whole pack of up-and-comers. They've infiltrated the club searching for us. Chris, I think I killed one of them. Get out now before they spot you. No. They found us once. They'll find us again. Keep your head down. I'll take care of this.
Sorry, reception is bad out here. I got nothing to report. Agent Price. This is like looking for a needle in a haystack. Just keep trying, Agent Montgomery. Our client considers Agent 47 and Olivia Hall as a serious threat. You can't underestimate them. I never do, Zhao. We'll find them. We're all in position. Good. Report back to me if there's anything. Don't worry. Don't worry. I get this. Der Türsteher? Smash, moin. Agent Thames reporting in. No sign of target. Stay alert. We don't need to give him an opportunity to strike. Agent Thames. Sturmteufel Moinsen. Just waiting to make up.
Oh, Ziegelstein könnten wir auch mit reinnehmen, Leute. Okay, also Ziegelstein können wir auch machen. Weil vorhin hatte ja noch jemand geschrieben und gefragt, ob wir Ziegelstein mitmachen können. Ziegelstein wäre auch noch drin. Wenn man da das Öl rauslässt, könnte man von hier oben den anschießen, dass er explodiert und stirbt. Der bietet viele Möglichkeiten. Der kriegt richtig Kopfschmerzen, Sturmteufel. Da kannst aber einen drauf puppen, du. Der weiß nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Dann warten wir kurz, dann machen wir das hier gleich mit. Wer hat's verkackt? Richtig schön reingeschissen. Ich hab gewonnen. Du hast noch gar nicht gewonnen. Nee, ich hab 90 Minuten. Ja, ich hab nicht gespeichert. Wir können halt nur einmal speichern, Don John. Aber wir sind ja schnell wieder da. Den roten Kanal hat sich vorhin keiner gewünscht. Shit, ich habe mir das Messer nicht mitgenommen. Do you copy? Shit. Yeah. It's terrible reception. Must be the trees. No, no tree. Agent Price. I can see. This is like looking for a needle in a haystack. Just keep trying, Agent Montgomery. Our client considers Agent 47 and Olivia Hall as a serious threat. You can't underestimate them. I never do, Joe. We'll find them. We're all in position. Good. Report back to me if there's anything. Don't worry. Oh ja, Games sehen mittlerweile so realistisch aus, ne? Das ist einfach schon brutal. Minuten kostet.
Hey, Tim's calling in. Only got visual on stoned idiots. No sign of target. Just remember your briefing and stay on task. Agent Tim. Jetzt müssen wir wieder einen Moment warten, damit wir das machen können. Hast jetzt Zeit, ja. Hoffen wir, dass ich das jetzt richtig timen kann hier. Ich weiß nicht, wann man das runterschmeißen muss. Das wollte ich noch kurz nachgucken, Leute, sorry. Jetzt. Jetzt können wir. Ich glaube, er muss unten in der Ecke stehen, um zu quatschen, und dann kannst du es runterwerfen. Ich war mir nicht so sicher, ob das in der Mitte auf der Straße liegt oder nicht. Das musste ich kurz eruieren. Also den zweiten, den weiß ich, wie wir den machen. Agent Montgomery. Our client considers Agent 47 and Olivia Hall as a serious threat. You can't underestimate them. I never do, Joe. We'll find them. We're all in position. Good. Report back to me if there's anything. Don't worry. Jetzt aber. Also wenn er unten in der Ecke steht zum Quatschen, dann können wir ihm den Ziegelsack auf den Kopf werfen. Dann haben wir das auch weg. Oha, wenn wir jetzt richtig krass sind, dann schaffen wir vielleicht sogar vom Timing her, dass wir ihm gleich den Ziegelsack auf den Kopf werfen können.
funktioniert nicht. Okay, wenn wir... Okay, wartet mal kurz. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wenn wir eine Münze werfen, geht er nach der Münze gucken. Wenn er nach der Münze gucken geht, haben wir vielleicht genug Zeit, nach oben zu kommen. Es ist tight, aber dann würden wir vielleicht nicht so viel Zeit verlieren. Oben, wenn wir den geworfen haben, speichern wir ihn dann erstmal. Hello. Nein. Moin, Scout Hammer, ich grüße dich. Hallo. This is like looking for a needle in a haystack. Just keep trying, Agent Montgomery. Our client considers Agent 47 and Olivia Hall as a serious threat. You can't underestimate them. I never do, Joe. We'll find them. We're all in position. Good. Report back to me if there's anything. Don't worry. You don't need a roommate. I will investigate. No problem. Agent Thames. Look at all the construction here. This stuff ain't cheap. You think it's broken or just a write-up or what? Yeah, no idea. Das wird eng, aber ich glaube, das reicht. Oh, das reicht, das reicht, das reicht. Crane up and run? No way. Oh, you're probably right. Bad idea. And Rob would kill us. Oh, he'll do more than that. Oh my God. Speichern. Entschuldigung. Oh Gott. Agent Thames, report. Are you there? Verzeihung. The knight takes rook. That's another one down. Do not let him turn this situation around on us. Ja, ja, ist alles gut. Ich habe mich nur gerade an meiner eigenen Luft verschluckt. Down here. Have a look around.
Jermaine here. I don't see any evidence of our target here. He's here. He has to be. Don't get comfortable. Agent Tremaine. Still there. And that makes three. The math was on our side. This shouldn't be happening. Copy, Command. Still looking. No sign of the perp. Do you have anything to do with this? Okay. Das bedarf doch etwas mehr Vorbereitung. Agent Tams? Report, are you there? That's a second agent down. Are you all sleeping out there? We could not have stacked the deck more in our favor, and still... Oh. Agent Tremaine reporting in. All quiet on the Western Front. Stop talking. Focus on finding him. Man, there's some kind of fracas down here. Agent Tremaine. I'm having a look around. Hey, Holly.
What the? Hello? Anyone there? Just surround it, give yourself up. Tremaine, are you still there? Three. We've lost three. If any of you have been waiting for your chance to snatch glory from the jaws of defeat, I would suggest getting it over with. Okay. Das geht doch nicht so. Ich dachte, wir können ihn aus dem Fenster rausschießen und dann, wenn ihn einer findet, ist das trotzdem noch Silent Assassin. Ist es aber Agent nicht. Tams, report, are you there? That's two. Don't make this personal or you'll get sloppy. And clearly, he's not making that mistake. Tremaine, reporting in. No update on target. Stay alert. We don't need to give him an opportunity to strike. Agent Tremaine. Got some strange noises here. Look into it. Over. Hello? Command! Someone is shooting a weapon! Tremaine, are you still there? Lost a third. We're paying for our mistakes with blood. Stop wasting time and end this. Every move we make, he might be listening in. There's no other explanation for it. Go silent, we can't risk it. It's Agent Green. Haven't seen hard nor hair of him. He's been well out of my path. Be careful, or you may not spot him until it's too late.
is Davenport. No sign of target. Just remember your briefing and stay on task. Stay back. Beleuchtungsbaum. Befestigt wurde. Scheint ein Sicherheitsrisiko zu sein. Mit ein paar Handgriffen könnte man sicher ein totes Spektakel. Okay. Thank you.
advantage while you still can. Hallway! Get to the hallway! Yes. Okay, we got it. Agent Tams, report. Are you there? Moinsen Svenny, übrigens. The knight takes Rook. That's another one down. Do not let him turn this situation around on us. Ich weiß es nicht, ob die aufbleiben, Holly. Hollington, weiß ich nicht. Ich habe Shortcuts noch nie benutzt. Ich habe das jetzt immer nur aufgemacht. Of our target here. He's here. He has to be. Don't get comfortable. Agent Tremaine. Huh? Someone is playing games with me, but I'm cool. I'm keeping my cool. Over. Yourself, hello. Calling in, calling in. Someone's firing a gun. Tremaine, are you still there? And that makes three. The math was on our side. This shouldn't be happening. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidubi. Hi.
Freiwillig und X, Dankeschön für 16 Monate. Willkommen zurück. Taxat, ich grüße dich, moin. Achtung, den schon prüfen, bevor die DJs ran dürfen. Falls er kaputt oder überladen ist, könnte im Baum angebrachte Lightshow in die Luft gehen. Now, worst case scenario, it'll electrocute everyone nearby, but as long as you're not too close to the tree trunk, everyone should be safe. That's incredibly reassuring. I'll make sure the lawyers have your number. Don't worry, we'll try to get back up. Yeah, it's cool.
Ich habe die Ablenkung angelassen. Das war sehr dumm gerade. Scheiße. Oh Mann, ich hab's fast. Ich hab's fast gelöst. Agent Tams, report. Are you there? Ich hab's fast gelöst, Leute. Fast. There's a second agent down. Are you all sleeping out there? We could not have stacked the deck more in our favor and still... Ich habe noch 35 Minuten. Das wird knapp. Yeah, Command, there's some kind of a commotion down here. I'm having a look around. Agent Tremaine reporting. All quiet on the western front. Just remember your briefing and stay on task. Okay. Agent Tremaine. We got a possible intruder. Commence his sweep. Out. Show yourself. Wie geht's hier? If any of you have been waiting for your chance to snatch glory from the doors of defeat, I would suggest getting it over with. 1702 Kölsch. Moin.
müsste jetzt eigentlich, ich weiß nicht, ob ich das auslösen muss als DJ. Thank you.
I hate my life. I hate my life, Chad. Fuck! I hate my life. Okay. Gut, wir haben das Grand Finale entdeckt. Wir machen das nochmal von vorne. Agent Tams, report, are you there? That's two. Don't make this personal or you'll get sloppy. And clearly, he's not making that mistake. 23 Minuten. Nehme ihn unten. Six moving in on possible enemy target. Over. Is anyone there? Come in. Come in. You there? We got gunshots. Tremaine, are you still there? We've lost a third. We're paying for our mistakes with blood. Stop wasting time and end this. Wenn man das Messer noch ein Stück weiter werfen, könnte man ihn bis zum Schrank schießen, glaube ich. Dann hätte man, müsste man nicht so viel ziehen.
Jetzt müssen wir nur hoffen, dass der eine Guard, dass wir den nicht noch wegmachen müssen. Chat. Mal los! Wo ist die andere Blitzbirne jetzt? Danke für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, aus, peace, tschüss. Bites the dust. Das ist schon ein bisschen scheiße. Ah, the DJ.
GG's. 10 Minuten waren noch übrig. Eieiei. We're clear. You killed all of them? They got my message. Where are you? Diner. Up the main road. On my way. Ist nicht mal eine schlechte Zeit, Leute, 16 Minuten. Ey, sorry. Mit der Wurstfinger ging gekommen. 16 Minuten ist nicht mal eine schlechte Zeit. Svenny, bist du noch da? Du wundervoller Mensch. Hast du dir Hitman 3 schon gekauft? You're hurt. You should see the other guy. Never killed nobody before. What you did back there. You really are all Gray said you'd be. Okay. Sonst hätten wir uns als Freunde enden können bei Epic. 47. He didn't suffer, did he? He made it count. Ist bei euch doll mit Schnee, Benny? Bruised, but not broken. I'm glad. It's time we start afresh, you and me. Hi, Noah. Get to the point. Fed like Kirby. You and your friends pulled off the impossible. You stormed the heavens, took down the untouchables, and yet, here we are. Status quo. It just goes to show you can't fight power, Miss Burnwood. Power never dies. It only changes hands. The best you can do is claim it. I never cared about power. Power is a Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, tschüss. Transform the system from the inside, or be transformed by it. No risk, no reward. I'll need to think about it. No, you won't. The real question is, what will you bring to the table? Okay, Ladies and Gentlemen, das war das. Wenn wir uns Mühe geben, könnten wir vielleicht noch eine schaffen, Leute. Darf ich mal eine Frage abseits des Stream-Contents stellen? Na klar, Fat Like Kirby, hau rein. Ich würde mir ganz schnell mal, also wirklich sehr, sehr schnell Socken holen, Leute, weil ich habe alle Fenster auf und ich habe richtig kalte Füße, weil ich keine Socken an habe. Ich bin gleich wieder da, eine Sekunde. So wie es aussieht, wird es wohl England werden. Wir nehmen mal England. Englando! Mach Berlin, DJ only. Berlin, DJ only. Okay. She came home. Carlyle's lost an empire. You fall hard enough. You tend to be reminded of what truly matters.
Das ist eine gute Idee, Scorpionhop. So, the end of the line. You ready for this? Are you? Who will you be without a score to settle? I guess the world's most wanted fugitive will have to do. Alexa Carlyle is dead, according to the funeral invitation, that is. So naturally, it caused quite a stir when the late matriarch turned up at the breakfast table, alive and kicking. Carlyle, wisely sensing that her number is up, has emerged from exile to tie up loose ends and secure the Carlyle legacy. She may be a monster, but you have to admire her due diligence. Carlyle descends from an ancient line of warrior aristocrats. Her great-grandfather made a killing in the Second Opium War and established an empire in shipping, railroads, and newspaper publishing. While largely unknown to the public, the family still asserts its quiet dominance over global transport and logistics, media, and technology. Most senior of the partners, Alexa Carlyle, is cold as ice, tough as nails, and sharp as a razor. Incidentally, it was her late father who first brought the three families together after the end of World War II at this very house, meaning that this gentleman is the birthplace of Providence. Das ist so gut geworden. And it ends here. Talk about poetic. One more thing. According to our intel, Carlyle keeps a case file on the Constant. Information that may be helpful in his recapture. So don't leave the estate without it. Right. Happy hunting, 47. See you on the other side. Ich vermisse ihn jetzt schon. Ich vermisse ihn jetzt schon, Leute. Unseren Kollegen aus Kindheits, aus dem Kindheitsalter. Ich finde ihn, ich finde seine Stimme so schön. Ich glaube auch, dass das ein deutsch-englischer Synchronsprecher ist. Okay, Freunde der Sonne. Was haben wir denn hier? Anpassungskiller. Jemand töten, jemand könnte sich verletzen. Eliminieren Sie das Ziel durch einen Unfall. Ertrinken, sauberer Schuss, Klavierseite, was haben wir denn hier? Nach einer noch ein Todesfall in der Familie. Für die Ewigkeit. Versetzen Sie Alexa Charles während des Fotografie-Shootings einen Stromschlag. Das leuchtet, das leuchtet ein. Grabstätte. Schenken Sie Alexa Charles die ewige Ruhe. Ruhig bleiben und zielen. Eliminieren Sie Alexa Charles mit einem Scharfschützengewehr vom Dach des Herrenhauses. Süße Träume. Eliminieren Sie Alexa Charles in ihrem Privatzimmer. Was hätten wir denn gerne? Eliminieren Sie ein Ziel durch Ertrinken. Fotoshooting, Stromschlag. Na, ihr müsst euch schon einigen, Chat. Ihr müsst euch gemeinsam einigen. Okay, also. Jemanden töten, wo jemand könnte sich verletzen. Halten Sie mein Haar. Sauberer Schuss. Klavierspieler. Also Klavierseite. Geschmack und geruchslos. Noch ein Todesfall in der Familie. Für die Ewigkeit. Das leuchtet ein. Grabesstille. Ruhig bleiben und zielen. Süße Träume.
B-Tune, moin. Nur ein Ziel, ja. Nur ein Ziel. Wir haben nur eine Sache zu tun. Also ich glaube, heiße Anwärter sind für die Ewigkeit, ruhig bleiben und süße Träume. Also eins von den dreien. Wir machen also Watkins oder also generell an alle, wir machen sowieso alles. Keine Sorge. Also Foto. Nee, ich glaube noch nicht Awaken Predator. Okay. Thornbridge Manor, the Carlyle family's home for countless generations. Pause. Was ist denn der Einsatz? Was ist denn der Einsatz? Habe ich ganz vergessen. Also bis 17 Uhr haben wir Zeit. Also 17 Uhr würde ich gerne in Rust rein. Bis dahin haben wir Zeit. Also vielleicht 10 Minuten vorher, dass ich nochmal ganz in Ruhe auf Klo gehen kann und so. Shoot only funktioniert nicht beim Foto, das geht nicht. Sudoni geht nicht, Simpadino. Ich muss mich als der Fotograf für das Foto verkleiden. Moin, Mriggi. Eine Stunde? Okay. Könnte vielleicht ein bisschen viel sein. Könnte, weiß ich nicht genau. Könnte. 60 Minuten. Oh, wobei, 60 Minuten. Mit rausfinden. 20 Minuten. Nehmen wir 60 Minuten, Leute. 60 Minuten ist an. 60 Minuten ist an. Okay. Lorn, moinsen. Phineas Whitmark, private investigator. I have an appointment with Madame Carlyle. Please wait. Mr. Whitmark is here to see Madame Carlyle. You can go right.
sure my heart would have jumped right out of my chest. I can believe that. What a surprise it was. And her funeral tomorrow is still going ahead. What was that sound? Hey Siri, stelle Timer auf 56 Minuten. Is anyone there? Many of us in, we'll get everything we plan for the next few months done in 3 days. Bad news, I'm afraid. We don't have any extra fuses. Ethel looked everywhere. Oh, you've got to be kidding. No power, no food. She expects the family to be done any moment now. I need this shoot to happen, okay? And I need it to be perfect. I guess we could do that. Good. I'll finish setting up, and then we'll grab the fuse just before you call down the family. Good. Have you ever heard of knocking? Well, you need to leave. Never get how to do all this fun for a pretend funeral. And why not do a photo shoot? Because we're all. I don't believe for a second exactly it's suicide. Don't you think I'm yesterday? Broken lab equipment. It looks like it was recently used, though. You look rough. A safe in Madame Carlyle's office. I bet that's where she keeps the file on Arthur Edwards. Seriously, Denton? What a knob.
the Fitzpatrick token to Madame Carlyle's daughter? Rebecca? Yes. She's insistent, that one. She kept asking all kinds of questions. Who had the other one? Why I gave it to her, that sort of thing. You just make sure she didn't seem to give the other one to the butler. Okay. Find out what that was. Okay, understood. Sounds like the power's back up. Why don't you take a picture to test it? Then watch. I'm ready for the shoot. Perfect. I'll call the family down now, then. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. I don't know. Mal gucken, ob das geht. Right ahead, please. Hi, good afternoon. Edward, you can't let Mother get to you like this. You've always been immune to her. How do you do it? I'm the youngest. Guess I just flew under the radar when it came to her attention. It's just in front of the fountain. So. She really respects you. If you just stopped craving her approval. You're nearly 50, Edward. I know. I'm such a loser. But you're not. You're a professor, you're artistic, you've got your music. I mean, that's really something. It's not exactly expanding the Carlyle Empire, though. But thanks. Down by the fountain. I expect you to be efficient. I have a lot to see to today. I'll do my best. That is Alexa Carlyle, unofficial leader of the Provenance Partners, and last one to be alive. Listen, everyone. I understand that you have a lot of questions. Please be patient for a little longer. I will address you in the sitting room afterwards. Right, get in position. Let's get this over with. There's a puddle of water here. Oh, never mind. Let's just get this done, shall we? Chin up, Edward. No one wants to look at that long face. You're such an idiot, Gregory. I'm fine, Rebecca. Fine? You look like a nervous wreck. Hi. What's good? That's Madame Carlyle taken care of. Time to get the file on Arthur Edwards. Oopsie daisy. Okay, das war ja wirklich jetzt sehr simpel.
just saying. I bet you have all kinds of interesting stuff. Huh? We should discuss Fern's food as well. I think we should. That really is. He's too stuck in his ways, and a lot will have to change around here. I'll leave all that up to you, dear. Trophy room, and the office safe is hidden behind a portrait with a secret mechanism for uncovering it. It's got real soul. First on here? Yep. Yeah, it's impressive, all right. Peculiar icons above the safe. I wonder if they might be some sort of a code. Maybe have a look around the office, 47. Mission complete. Well done, 47. Ja, könnte man machen. Ja. Ich überlege die ganze Zeit, was ich esse. Nee, kannst du mir sagen, dann ist es sektor figure 693659. We are all clear. Over. Kannst du noch ein bisschen Käse drauf machen? Kannst du noch ein bisschen Käse drauf machen? Take it easy, man. Moin, Sniax, ich grüße dich. Hey, Andi, moin.
Was soll ich dir erklären, Andy? They're everywhere. Go, get out! It's the Constantine! Shit! Über dem Safe sind, über dem Safe sind Bilder. Und in dem Raum ist zum Beispiel ein Elch. Wie nennt man? Nicht Stethoskop. Womit guckt man dann Sterne? Wie heißen die denn? Die hast du. Und da stehen jeweils immer in so ganz kleinen Kreisen die Nummern da dran. Teleskop, genau. Und dann musst du nur die Kombination zusammensetzen. Also die Uhr war 1, das Teleskop 9. Ja, okay. War das letzte Mal gar nicht mitgezählt, weil wir unser Konto dann verbunden haben mit Epic. 17 Minuten. Ich habe noch nicht eine Story-Mission gemacht. Dietrich MK3. Okay, das war jetzt wirklich relativ easy, muss ich dazu sagen. Entschuldigung, Leute, ich habe das ein bisschen unterschätzt. My bad. Diana can't help you now. You need to find Olivia. She will know what to do. I wish there had been more time. And then there were none. Thank you, Miss Burnwood. Now, it's my turn. Stay down. Boss wants you alive. Yeah? How about now? Over here! Cover me! Walk away! Or what? You gonna take us all on? Don't. Tell the Constant to start running! You think you've won? 47 is out there. And 47 never misses his mark. Neither do you, Miss Burnwood. That's what makes you valuable. You're delusional. You think I would betray 47? Trust me. You owe him nothing. What is this? I told you we could help each other. And I meant it. I look forward to your call. Gray is gone. Go to Berlin and stay out of sight. We're all that's left now. Wo sind die Punkte, Junge? Ich will reingeiern hier, Mann! Reingeiern will ich, hör mal! Okay, Entschuldigung, Leute, aber... Was? Das war nicht. Ich hab doch ein Foto gemacht. What? Was zählt denn nicht dazu? Ich hab so Lust auf dieses Spiel, ne? Nun. Tja, meine Damen und Herren. Das zählt nicht? What the fuck? Ah, warte mal kurz, Ergebnis. Oh, 60. Darf ich das ganz kurz mal zeigen?
91% haben auf mich gesetzt. Wer waren denn die 9% mit 139.000 Punkte? 1,5 Millionen Punkte haben auf mich gesetzt. Easy clap. Easy clap. Ja, Ergebnis wählen? Ja. Ei. Wer waren die 9%? Hä? Wer waren die 9%? Wer hat nicht auf mich gesetzt?